Der Wille des Volkes. Ist es in diesem Fall, dass wir diese Bank bauen, die jetzt hier einmal kurz eingeblendet wird? Natürlich nicht genau diese, denn diese habe ich ja schon mal gebaut. Wir bauen diese Bank in meinem heutigen Stil. Und dabei gibt es einiges zu beachten. Am Sonntag hatte ich ja schon gesagt in diesem Video, dass wir zum Beispiel den Stoff bzw. die Bespannung der Sitzfläche nicht so machen wie früher, weil ich heute einfach da etwas anderes noch schöner finden würde und es auch handwerklich gut umsetzen kann. Deswegen machen wir das. Und eine weitere Sache, die wir besprechen müssen, ist, ihr habt gesagt, wir wollen Enso sehen. Enso habt ihr gesehen und ich habe euch auch erklärt, wofür es ist. Und wenn man jetzt zurückguckt, dann kann man verstehen, dass ich nachhaltiges Produktdesign studiert habe. Das heißt, ganz viel meiner Arbeit hat sich schon immer auf das Thema Nachhaltigkeit, Effizienz und materialschonend zu arbeiten bezogen. Der Trick ist, Enso ist ja genau aus diesem Grund entstanden. Es ging darum, kleine Restabschnitte effektiv weiter zu verwerten, das Ganze mit der CNC. Der Trick dabei ist einfach nur, mittlerweile, indem ich diesen Weg der Nachhaltigkeit immer weitergegangen bin, habe ich ganz andere Wege, um deutlich materialschonender zu arbeiten. Und da bin ich eigentlich auch überhaupt nicht mehr darauf angewiesen, so kleine Restteile mit der Energie einer CNC, die man natürlich ganz ehrlich gesagt auch damit reinrechnen muss, wieder nutzbar zu machen. Und genau das schauen wir uns heute zuallererst mal an. Wir gucken uns an, wie kann ich eigentlich einen Zuschnitt maximal optimieren. Das klingt jetzt erstmal so, boah, krass. Es ist auch ein bisschen krass und es ist gerade für euch gut, weil wir haben ja immer wieder in den letzten Wochen und Monaten das Thema, dass es für euch sehr schwer ist, A, überhaupt an Massivholz zu kommen und B, dann auch noch an gescheite Qualität. Das heißt, da, und das ist genau wie bei mir früher, da das Optimum rauszuholen, ist extrem wichtig. Und dafür, und das ist der erste Satz, brauchen wir Enso nicht. Denn wir können, wenn wir den Zuschnitt an sich besser planen, deutlich mehr Material einsparen, als dass wir es dann am Ende wieder mit viel Energie verbinden müssen. Und was wir dafür zuallererst machen müssen, wir müssen uns erstmal überlegen, was will ich bauen und was habe ich? Und was wollen wir bauen? Das wissen wir schon, aber auch da müssen wir einiges besprechen an der Tafel. Die erste Frage ist also, was wollen wir bauen? Eine Bank. Wie soll sie aussehen? Und sie soll so aussehen wie die Bank, die ich schon mal gebaut habe. Das heißt, wir haben hier eine Verbindung, da eine Verbindung, dann geht sie hier rüber, dann hat sie hier wieder Beine, dann hat sie hier wieder eine Verbindung, dann hat sie da wieder eine Verbindung und da. Das sieht jetzt ja erstmal gar nicht so spannend aus, muss es auch gar nicht, weil wir müssen ja jetzt nur wissen, welche Maße brauchen wir. Ein Maß ist die Sitzhöhe. Das heißt, wir brauchen vier Beine und die Höhe, die wir da in etwa anpeilen werden, ist so 44, 55, was? Ach so, 44 bzw. 45 cm, deswegen nehmen wir jetzt einfach mal 45. Das legt auch die spätere Sitzhöhe fest. Wie gesagt, macht euch da schlau, was für euch gut ist. Ich habe von meinem Physiotherapeuten jetzt gelernt, ich soll in einem sehr rechtwinkligen Beinwinkel sitzen, weil mein Rücken auch ein bisschen im Arsch ist. Deswegen für mich 45 cm. Das Ganze brauchen wir viermal. Dann haben wir die Tiefe der Bank, das heißt, das ist dieses Maß. Das legt natürlich dann ein bisschen fest, wie viel Platz wir für unseren Hintern haben. Und es ist auch ein relativ ästhetisches Merkmal, weil wir die Dimensionen der Bank festlegen. Hier würde ich, weil eine Bank meistens schmaler ist als ein Stuhl, auf 40 cm gehen. Können wir auch hinschreiben. Davon brauchen wir logischerweise in diesem Fall auch vier Teile, weil wir 1, 2, 3, 4 brauchen. Also auch viermal. Und dann haben wir als letztes Maß, das schreiben wir uns jetzt hier nochmal hin, die Länge der Bank. Wie lang soll sie also sein? Und das ist etwas, was ich im Video gesagt hatte. Meine Bank damals im Studium war extrem lang. Typisches Beispiel dafür, dass es ein Studienprojekt ist, weil in unsere Wohnung hat sie nie gepasst. Und das ist natürlich genau das, was so eine Bank machen soll. Sie soll in die Wohnung passen. Und deswegen wird unsere Bank deutlich kleiner sein. Und jetzt werden viele sagen, Alter, das ist ja eigentlich gar nichts mehr wie bei der Bank, die du damals gemacht hast. Das ist grundsätzlich richtig und auch wenn das eins der schönsten Möbel in Anführungszeichen war, die ich damals gemacht habe, mit denen ich auch sehr zufrieden bin, würde ich heute eigentlich alles anders machen. Außer die grobe Gestaltung würde ich alles verändern und es daran anpassen, was man wirklich braucht. Und deswegen wird diese Bank 100 cm lang. Ein Meter, das reicht völlig aus, da können zwei Personen locker drauf sitzen. Viel mehr braucht man nicht. Und jetzt kommt der Trick, auch das brauchen wir natürlich
4-mal. Wir haben jetzt also alle Maße, die wir brauchen und können daraus jetzt gucken, wie teilen wir diesen Schnitt auf. Und da gibt es dann sehr, sehr viel zu beachten, da kommen wir gleich zu. Ganz wichtig, wir gehen jetzt davon aus, dass wir eine Bohle haben, die eine also die Maße X hat. Meine hat, glaube ich, die Maße 208 mal, muss ich jetzt von hier gucken, an der dünnsten Stelle vielleicht 50 cm, wenn überhaupt, wahrscheinlich eher 40. Wir gehen aber davon aus, dass wir nur eine Bohle haben. Ich habe natürlich auch noch kleine Restschnitte, Stücke, die habt ihr vielleicht auch. Aber wie gesagt, wir gehen von einem Fall aus, wo wir nur ein Brett haben und das wollen wir optimal nutzen. Wer jetzt sagt, das heißt hier optimal nutzen, das ist doch viel größer als das, was wir brauchen. Exakt, und deswegen gehen wir jetzt auch zur Bohle und schauen uns an, was wir da bedenken müssen. Ein Zuschnitt wirklich nachhaltig zu planen, bedeutet nicht, dass wir einrechnen, dass ich bei einer Länge von einem Meter vielleicht 2 Zentimeter Verschnitt einrechne. Sondern, wenn wir so eine Bohle haben, dann sollten wir versuchen, so weit wie möglich im Voraus zu planen. Denn die erste Überlegung könnte sein, unser längstes Maß ist 1 Meter. Das heißt, wir könnten 1 Meter hier auf die Bohle draufgehen. Dann wissen wir ja, die weiteren Maße sind 40 und 45 Zentimeter. Das heißt, 2 mal 40 wäre immer noch kleiner als 1 Meter, 2 mal 45 auch. Das heißt, wir könnten 1 Meter Stück abschneiden und da alle Teile draus bekommen. Das, was wir uns aber überlegen müssen, ist, dann bleibt von dieser großen Bohle im Umkehrschluss auch nur ein Stück übrig, was 1 Meter lang ist. Das heißt, wenn wir eher kleine Möbel bauen, dann kann das sehr sinnvoll sein. Wenn wir aber in Zukunft wissen, wir wollen ein langes Möbel bauen, wie zum Beispiel bei uns, der Schreibtisch, den wir bald anfangen werden, der auch aus Eiche sein wird, dann kann es sein, dass das überhaupt keinen Sinn macht, weil wir einfach ein Stück über haben, das wir nicht gebrauchen können. Da kann es dann also sinnvoll sein, dass wir anstatt 1 Meter abzuschneiden, die komplette Länge nutzen. Denn wir haben 2,8 Meter in diesem Fall. Das heißt, wir können alle Teile hintereinander legen. Wir haben jeweils immer 2 lange Teile, dann nochmal 2 lange Teile, einige kurze Teile. Das heißt, wir schneiden einfach nur kurze bzw. schmale Streifen raus und haben am Ende ein Stück über, was immer noch die volle Länge hat, was dann für den Schreibtisch sehr sinnvoll sein kann. Das ist jetzt an diesem Beispiel relativ einfach zu erklären, weil ich natürlich auch schon weiß, was ich in Zukunft machen möchte. Das wisst ihr vielleicht noch nicht, aber das ist etwas, was ich euch gerne ans Herz legen möchte, ein bisschen zu üben. Was möchte ich in Zukunft machen oder auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind Maße, die ich regelmäßig brauche? Wenn ich regelmäßig nur 40, 50 Zentimeter brauche, dann kann ich ohne Probleme einfach hier bei 1 Meter die Bohle kappen und habe immer noch genug über. Wenn ich aber merke, ich baue auch ganz oft Projekte mit langen Maßen, dann sollte ich einen anderen Weg gehen. Und wenn es so ist wie bei den meisten Leuten, dass man sagt, ich habe eigentlich kein festes Maß, ich baue dauernd irgendwelche anderen Sachen, weil wir halt keine klassischen Tischler sind, die immer das Gleiche produzieren, dann muss man wirklich überlegen, was ist der jetzige Auftrag, was ist der nächste Auftrag. Und Auftrag muss ja nicht immer ein Kundenauftrag sein, das kann auch für einen selber sein, so wie in diesem Fall. Und das ist etwas, was sehr gut lernbar ist, was am Anfang ein bisschen schwierig ist, aber am Ende deutlich nachhaltiger ist, als zu sagen, scheiß drauf, ich kapp's einfach irgendwo und der Rest, das sehe ich dann schon. Weil dann ist das Material im Zweifelsfall schon in einem Maß, was uns überhaupt nichts mehr bringt. Das heißt, was wir jetzt machen, wir nehmen wieder die lange Schiene, wie beim letzten Mal. Das machen wir eigentlich jetzt schon immer so. Denn euer Tipp war ja, den Zuschnitt mit einer Handkreissäge direkt an der Bohle zu machen. Das ist ein super Tipp, denn wie ich gerade sagte, mein Rücken ist ja auch nicht mehr ganz so fit. Das heißt, die Sachen auf die Formatkreissäge wuppen ist alleine ein bisschen nervig. Wenn die Teile kleiner sind, gar kein Problem mehr. Und das ist ein weiterer Faktor, den ich euch jetzt schon mal so ein bisschen erörtere, den wir vor allen Dingen in der neuen Werkstatt sehr exzessiv angehen werden. Und das ist ergonomisches Arbeiten. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn mein Werkstück zu schwer ist, dann bewege ich mich und nicht das Werkstück. Und wenn es andersrum ist, dann kann ich das Werkstück ohne Probleme bewegen, weil es für mich leicht ist. Was wir jetzt also machen, Schiene nehmen, grob einzeichnen und dann können wir theoretisch gesehen schon loslegen. Oder? Natürlich können wir nicht loslegen, ich habe euch reingelegt, denn ich habe ja nur gesagt, dass wir Streifen sägen. Das heißt, ihr wisst ja noch gar nicht, wo wir den Streifen sägen und was wir dabei bedenken müssen. Was wir bedenken müssen ist, und das ist ganz klassisch, wir haben eine Bohle, die natürlich eine Baumkante hat. Das heißt, die verläuft in verschiedenen Winkeln schräg. Wir wissen, die läuft irgendwie so, weil wir keine Kernbohle haben. Bei der Kernbohle könnte die Rinde beinahe gerade sein, ist sie auch in dem Fall sehr selten. Jetzt könnte man überlegen, okay,
wie kann ich denn hier möglichst effizient arbeiten? Denn hier ist ja mehr Material unten drin als oben. Das liegt natürlich an der Schräge. Hier oben ist das Stück wesentlich schmaler als hier unten. Und der einfachste Trick, und das würde ich euch tatsächlich ans Herz legen, das hatte ich glaube ich auch am Sonntag gesagt, zu übertrieben zu versuchen, jedes kleinste Stück zu retten. Das macht irgendwann keinen Sinn, weil die Arbeit, die man da reinsteckt, ist schon mehr Arbeit und das macht das Ganze dann auch unnachhaltig. So kurios das erstmal klingt, aber denkt mal drüber nach, das ist dann tatsächlich so. Das heißt, was wir machen, wir legen uns die Schiene so an, dass wir komplett die Kante abschneiden. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Das heißt, das ist eigentlich wie beim Sägeblatt einstellen. Wir wollen so wenig Verschnitt haben, wie es geht, aber es macht Sinn, so viel wie nötig abzuschneiden, weil sonst haben wir am Ende einfach nur extrem viel Arbeit, die man nicht unbedingt haben muss und was auch im Zweifelsfall das Endergebnis stark beeinflusst. Denn wenn wir versuchen, hier Teile vom Splintholz auf Teufel komm raus in unsere Konstruktion einzubauen, leidet unter unserem Nachhaltigkeitswahn, nenne ich es mal, im Zweifelsfall das Werkstück und das macht dann wiederum überhaupt keinen Sinn, weil wenn das Ding deswegen in 10 Jahren oder in 2 Jahren zusammenbricht, dann haben wir eigentlich nichts gewonnen. Das heißt, wir zeichnen das jetzt an und zeichnen dann den Rest an. Das sieht jetzt erstmal nach nicht so viel aus, was übrig ist, wenn man einfach so ganz unvoreingenommen drauf guckt. Aber wie gesagt, das Wichtige und das, was man versuchen müsste zu lernen, ist zu überlegen, was soll hier draus in naher Zukunft werden. Und wenn wir uns das anschauen, haben wir da vorne eine schöne Breite. Das ist eigentlich ein richtig guter, massiver Riegel für eine Esstischplatte, beziehungsweise in unserem Fall eine Schreibtischplatte. Und genau das ist das, was ich als nächstes brauche. Und das ist sozusagen dann wirklich sehr sinnvoll. Wir könnten rein theoretisch, einfach um das Lagern jetzt einfacher zu machen, da auch schon einen Besäumenschnitt machen. Das würde ich in dem Fall aber noch nicht machen, weil ich noch nicht weiß, ob ich meinen Schreibtisch mit Baumkante oder ohne mache. Und selbst dafür hätten wir ja hier jetzt eigentlich schon optimal eine Baumkante, die für einen Schreibtisch ganz gut geeignet wäre, weil sie relativ steil abfällt. Aber das ist ja jetzt überhaupt gar nicht das Projekt. Und führt demnach auch ein bisschen zu weit. Aber hier kann man jetzt schon mal sehen, wie man sich den Zuschnitt so planen kann, dass man auch mit dem, was überbleibt, sehr effizient weiterarbeiten kann. Und ich weiß, das klingt jetzt erstmal irgendwie alles so ein bisschen diffus und ist vielleicht auch schwer nachvollziehbar, weil man selber vielleicht noch gar nicht so viel mit Massivholz arbeitet. Aber gerade dann, das hatte ich ja eingangs gesagt, wenn ihr wenig davon zur Verfügung habt, ist es umso wichtiger, dass ihr die Materialien, die ihr habt, möglichst effizient nutzt. Und ich denke, dass das eine ganz gute Möglichkeit ist, so ein bisschen ins Voraus zu planen. Und das lässt sich natürlich über die Zeit auch sehr gut üben. So, jetzt zurück zu unseren Balken, die wir gerade rausgesägt haben.
So oder so ähnlich könnte ein optimierter Zuschnitt aussehen. Das einzige lange Stück, was sozusagen wirklich abfällt, ist die Baumkante. Aber das hatte ich ja erklärt. Das ist im Zweifelsfall einfach eine Sache, um die man kaum herumkommt. Das einzige andere, was wir als Abschnitt bis jetzt haben, ist das. Das ist sehr wenig und sehr klein. Und das nochmal zu verbinden, macht überhaupt keinen Sinn, weil selbst dann hätte ich eine Länge, die vielleicht gerade so die 10 cm übersteigt. Und selbst dann ist es wirklich etwas, was sehr wenig Sinn macht. Das heißt, der eine oder andere würde jetzt natürlich sagen, haha, Winkler, netter Versuch, aber du musst ja noch abrichten, da geht ja auch jede Menge verloren. Das ist korrekt und das Abrichten und auf dicke Hobeln ist genauso wie die Baumkante. Das ist tatsächlich etwas, was sich nicht vermeiden lässt, wenn man gute Ergebnisse haben möchte. Und warum sage ich das so? Ganz einfach. Wir hatten damals in der Zimmerei keine Abrichte. Das heißt, ich habe alle Sachen, die ihr damals gesehen habt, ohne Abrichte gebaut. Da habe ich nur auf dicke gehobelt. Und das ist ein Problem oder eine Frage, die ihr mir ja auch ganz oft stellt. Kann ich nur mit einem dicken Hobel arbeiten? Und die Antwort ist, jein. Das geht schon, es wird aber nie wirklich gerade. Das ist wirklich die Abrichte, die da den großen Unterschied macht. Wer keine Abrichte kennt, ich zeige euch einmal hier, wie man dieses Gerät bedient und was es eigentlich macht. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, diesen 1 oder 2 Zentimeter, die ihr am Ende durchs Abrichten und auf dicke Hobeln verliert, das ist einfach so. Ihr könnt natürlich dünneres Material kaufen. Das ist immer die Frage, ist es denn tatsächlich verfügbar und macht das Sinn? Denn, das muss man auch bedenken, dünne Bohlen schüsseln sich oft mehr als dicke. Das heißt, man muss so ein bisschen abwägen, dann hat man vielleicht eine sehr dünne Bohle, wo man weniger abhobeln müsste. Sie ist aber so verdreht, dass man sie eigentlich nicht nutzen kann. Es ist also wie eine Waage und man muss gucken, dass das Ganze sich so ein bisschen das Gleichgewicht hält. So würde ich erstmal sagen, für den groben Zuschnitt, den wir gerade gemacht haben, ist das ein sehr gutes Ergebnis. Wenn wir, und das könnte jetzt auch noch jemand sagen, ja, die sind ja nicht auf Fertigmaß, das ist auch korrekt. Wenn wir sie auf Fertigmaß schneiden, haben wir bei jedem Stück in etwa nochmal 2 Zentimeter, hatte ich am Anfang gesagt, die abfallen. Und auch das ist ein Abschnitt, den man nicht wirklich weiterverarbeiten kann. Wenn man jetzt sagt, man hätte alles auf Fertigmaß geschnitten, würden sich daraus relativ gravierende Probleme ergeben. Weil wenn dann irgendwas nicht stimmt und durchs Abrichten sich der Schnittwinkel verändert, weil wir alle 4 Seiten ändern, bla 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 bla, egal, dann passt es einfach nicht mehr. Das heißt, es ist zu gefährlich. Und auch wenn wir von allen Teilen diese 2 Zentimeter jetzt zusammenrechnen, dann hätten wir vielleicht nochmal einen Teil, was diese Maße hätte. Und das ist wirklich sehr, sehr wenig Verschnitt. Und da werden jetzt auch ganz viele Tischler sagen, das geht im normalen Alltag nicht, das dauert viel zu lange. Da stimme ich bedingt zu. Ja, wenn ich auf Masse produzieren muss, dann ist das sehr schwierig. Ich würde sowieso jedem davon abraten, einen Betrieb auf Masse aufzubauen. Und für ganz viele von euch ist es sowieso völlig egal, wie ihr immer wieder schreibt, weil ihr das Ganze aus Spaß macht und ganz viel Zeit habt. Und so könnt ihr die Zeit wirklich gut nutzen. Ihr benutzt euer Material genauso gut wie die Zeit. Das freut mich. Ich hoffe, dass euch das für dieses Thema ein bisschen hilft. Wie gesagt, wenn ihr gar nicht an Massivholz kommt, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, da sind wir im Podcast drauf eingegangen und auch hier in der Sendung schon ganz oft. Insofern, ihr werdet an Hartholz kommen. Und wenn, dann könnt ihr jetzt so ein bisschen besser vielleicht verstehen, wie ihr euren Zuschnitt ganz, ganz gut plant. Und das hat wirklich auch nicht lange gedauert. Das, was ein bisschen dauert, ist dieses Mindset zu entwickeln, zu wissen, was möchte ich eigentlich in Zukunft machen oder dieses Gefühl dafür, was brauche ich in meiner Werkstatt eigentlich für Maße? Was benutze ich regelmäßig? Und ich denke, das könnt ihr lernen. Am Freitag könnt ihr wieder einschalten, am Sonntag auch. Und es geht mit der Bank weiter. Da werden wir sehr schöne Sachen machen, wahrscheinlich erst am nächsten Mittwoch. Aber so ist es, denn mittwochs gibt es Projekte. Nächsten Sonntag, also den Sonntag, der jetzt kommt, für alle, die das so ein bisschen nicht verstehen, ist wieder Verbindungssonntag. Also zieht euch schon mal warm an, schärft die Stecheisen und die Hobel, denn es geht wieder los. Wir sehen uns am Freitag. Bis dahin. Tschüss.